Wuppertal ist ohne Zweifel, jede und jeder weiß es, eine Tanzstadt. Wuppertal ist zunehmend auch eine Filmstadt. Wuppertal muss aber auch eine Tanzfilmstadt werden. Denn alles, was auf intelligente, produktive Weise dem Image und dem Profil dieser Stadt hilft, alles, was Menschen aus ganzer Welt, wie eben Tanzfilm, hierher lockt, ist wichtig für diese Stadt, hilft ihr und bringt sie dazu, noch mehr zu leuchten. Tanzfilm, soweit ich ihn verstehe, bringt auf künstlerische Weise den Menschen mit den Mitmenschen dazu, sich zu finden, sich zu verlieren, sich wiederzufinden und das in Bewegung. Das ist aus meiner Sicht radikal künstlerisch, das ist radikal sozial und das ist radikal menschlich. In einer Welt heutzutage nun, in der weiße, humorlose, wütende Männer, manchmal auch Frauen, der Menschheit die Menschlichkeit austreiben wollen, ist dieser Versuch, radikal menschlich zu sein, ein mutiger Schritt und etwas Wunderschönes. Tanzfilm ist wie auch Wuppertal Ausdruck von Transformation. Diese Kunstform erfindet sich gerade neu, auch die Branche entwickelt sich. Und Wuppertal ist vielleicht wie keine andere Stadt eine, die sich selbst versprochen hat, nie fertig zu sein und sich nicht damit abzufinden, wie es ist, sondern es anders zu wollen. Und genau das ist auch das, was aus meiner Sicht den Tanzfilm ausmacht, der so etwas ist wie die Vermählung von Tanz, von Film, von Sound, von Medienkunst, von Performance. Bei dieser Gelegenheit lade ich alle professionell wie überhaupt nicht professionell Tanzbegeisterten, Tanzinteressierten, Tanzbeschäftigten herzlichst ein, dieses Festival zu besuchen und es bloß nicht zu verpassen.